diesem Black Friday können Sie ausschlafen. Aus der ganzen Region strömen an diesem Tag Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen. Über 9000 Geschäfte in der Wechseln am Freitag waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits Scheint begonnen. Es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache. Die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei einem Keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier die ist Pocken Kriegsgebiet. Sind eine echte Mehr Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS Dass oder es Ebola. Nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle... unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand verwandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Wir erwarten eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Eliteagenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch... Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New German Reviews. Und ja, wie man es schon sieht, das nächste Projekt wird The Division sein. Warum? Weil es einfach ein cooles Spiel ist. Ich sag schon mal vorher, ich habe es schon ein bisschen gespielt. Ich habe es schon irgendwie ein paar Stunden gespielt auf der PlayStation 4. Aber jetzt hier auf dem PC spiele ich es nochmal. Und warum das Ganze? Einfach nur, weil ich Bock hatte auf... What the fuck, wie sieht der denn aus? Einfach, weil ich Bock hatte auf The Division. Und das unbedingt nochmal durchspielen wollte. Ja, und das Ganze mache ich jetzt auf dem PC. Und wir müssen jetzt als erstes ganz am Anfang natürlich unseren Charakter zusammenstellen. Dafür nehme ich erstmal das Gesicht nochmal. Die sehen alle nicht irgendwie cool aus, ne? Nee. Würde ich fast schon Nummer 6, naja, 7 sagen. Ja, komm, Nummer 7 nehmen wir mal. Hautfarbe. Ja, so ein. Und Farbe der Iris nehmen wir blau. Naja, dunkelblau nehmen wir. Sieht am besten aus. So, Haare. Ja, ich erstelle mal hier nebenbei mein ein, so. Genau, so wie soll ich sagen. Irgendwie sieht ja scheiße aus. Keine Ahnung, irgendwie gefällt mir das nicht. Ja, aber ist egal, wir sind im Charakter sowieso nicht ganz Zeit. Ja, The Division, ich denke mal, 90% der Leute werden es wissen, was The Division ist und werden auch entweder es mögen oder nicht. Das kommt ganz darauf an, ob ihr es mögt oder nicht. Obviously. Ich mag es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Stündchen gespielt. Irgendwie 3-4 Stunden. Vielleicht auch 6. Vielleicht auch 10, ich weiß es nicht genau. Aber ja, da ich habe nie wirklich Story gespielt. Was meine ich mit, ich habe nie wirklich Story gespielt? Ich habe es mit Freunden durchgespielt und da beachtet man nicht die Story meistens und ist nicht so. Kriegsbemerkung sieht auch scheiße aus. Meine Güte. Und, ja. Deswegen wollte ich das noch einfach mal durchspielen. Und weil, das gerade auch super viele DLCs bekommt und auch super gut gerade sozusagen dargestellt wird. Und ja, ich wollte es unbedingt nochmal spielen. Das tue ich hiermit und Kriegsballon sieht auch absolut scheiße aus. Ne, Tattoos. Tattoos, ja.
So, Tattoos werde ich auch nichts nehmen. Zubehör. Piercing und Brillen. Ach, nö, da weiß ich schon, dass ich sowieso nichts nehme. Und, okay. Ich konnte bisher noch nichts umstellen. Ich weiß nicht, auf welche Grafikeinstellung das gerade ist. Ich denke mal auf die Standardeinstellung, die ich habe, nämlich das höchste. Aber ich gehe da gleich mal durch und mal gucken, ob ich da noch irgendwas verändern kann. Und was so im Let's Play passieren wird und wie ich es handhaben werde, weil es sind ja nicht nur die ganze Zeit Story und man läuft ja auch rum und so. Das erzähle ich euch, nachdem wir, oder wenn wir irgendwie im vernünftigen Raum sind und Sachen machen. Aktiviere Agenten, New German Review. Alles klar. Tun wir dies. Intelligence System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Okay. Kann ich? Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Ja, ja. Soll ich machen? So, natürlich hier. Warum? Warum geht der auf 59, noch was? Ja, bla bla, ja. Vollbild. Ich werde mal eben kurz. 0, 1, 2, 3. Ja, okay. 0 ist der erste, zweite und der dritte. Reduzierte Verzögerung, Eingabeverzögerung, einschalten. Kannst bei. Okay. Ich werde mal eben ganz kurz die Aufnahme. Ben, what the fuck, was macht meine Tastatur jetzt gerade? Okay. Die lässt gerade. Okay, die hat sich fürs wahrscheinlich The Division angepasst. Weil WASD leuchtet gerade grün, F leuchtet lila, genauso wie C. Und Q, E, R, T leuchten rot. Und 1 und so ein Scheiß. Ja, wie gesagt, ich werde mal kurz die Aufnahme stoppen und dann, weil ich eben umstelle auf Vollbild und stelle die ganze Scheiße ein. Deswegen. Wir sehen uns gleich wieder. So, wieder da. Ich habe jetzt alles eingestellt. Es sollte 60 FPS sein und alles auf relativ ultra. Deswegen, ja, fange ich mal an. Ich kann nicht sprinten. So, gehen Sie in Deckung. Das will ich tun. Wir spielen natürlich erstmal das Ganze. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Okay, gib mir. Oh, shit, die Maussteuerung ist ein bisschen schnell. So, wo sind die hervorgehobenen Ziele? Primärwaffentest erfolgreich. Nice. So, ich muss mal eben. Ganz kurz. Ja, da sieht man vielleicht meine DPI-Anzeige. Aber meine Maus spinnt gerade rum wieder. Wie immer. Aber ich muss mal eben die Mausempfindlichkeit runterstellen. Das ist ja super krass, ey. Schon besser. So. Mit 3 könnte ich die Handfeuerwaffe. Okay, deswegen ist 1 und 3 wahrscheinlich. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Nice. Sekundärwaffentest erfolgreich. Subi. Was kann ich mit T machen? Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Okay. Karte zu öffnen, dann kann ich. T-GPS ein und aus. Okay. Cool. Ja, ich muss das jetzt auf dem PC lernen. Das ist übrigens, was man auch gesehen hat. Das hat man ja ganz oft gesehen in ganz vielen Sachen, dass hier halt die Chance abgedöns anders sein soll. So, der Reifen geht kaputt. Was, wenn ich hier drauf schieße? Der Reifen geht auch kaputt. Also Bullshit wieder. Der hat wieder irgendein Typ Bullshit gelabert. Machen wir jetzt mal hier schön beim. Okay, das klappt. Na gut. Wie gesagt, alles Bullshit. So, wir müssen jetzt erstmal zum Safe House. Und wie gesagt, es gibt hier sehr, sehr lange Laufpassagen. Weil, wie man gerade sieht, es ist sehr, sehr lang. Das sieht schon cool aus. Ganz ehrlich. Es würde ja auch viel was Grafik. Ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Okay. Es wurde ja auch viel gesagt, ein Grafik-Downgrade und so, aber... Ja gut, es ist ein Grafik-Downgrade, aber es sieht jetzt nicht scheiße aus. Für ein Spiel, was 2016 rauskam. Ganz ehrlich, ich will mal versuchen, ob ich eine Möwe abschießen kann.
kann ich. Alles klar. Wollte ich testen, Entschuldigung. So, Steuerung, einmal hier rüber. Steuerung. Warum über Steuerung? Das ist voll scheiße. Okay. Sie betreten einen sicheren Bereich. Okay. Und hier sieht man schon, hier waren andere Spieler. Man sieht halt immer wieder andere Spieler. Und dann werde ich mal hier interagieren. Hier sind mehrere Spieler, die auch gerade neu angefangen sind. Drei. Cool. So, wo muss ich hin? Ich muss erstmal... Kontaktiere V-Lau. Fei-Leng. Whatever, wie die auch immer heißt. Wo sind die? Ach da. Ich soll gucken, wo ich hin muss. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachtzügler. Agentin Fei-Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Alles klar, werde ich tun. Ach, hier stehen schon ein paar Leute. Ich finde das irgendwie cool. SHD-Ausrüstung aktiviert. Okay. Einsatzbereit. Bereich anfordern. So, Nebeneinsatz entdeckt. Zivilisten retten, Morphinvorräte finden und noch mehr Sachen. Achso, hier kann ich. Stimmt, hier kann ich die Sachen. Hier kann ich meine Munition auffüllen. Hier kann ich zum Waffenhändler. Sieht man ja. Und wie viel Geld habe ich? Null. Also, ich habe null Credits. Hier sieht man dann die ganzen Waffen. Halt, guck mal, dass wir jetzt 622 besser sein als meins. Glaube ich. Ja. Ich glaube, so war das in der Art. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ganz ehrlich. Hey, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, werde ich. Ich denke mal. Was haben wir hier? Mutini, Capo, Cutback. Oh, und hier sieht man die ganzen Menschen. So. Aber ich würde erstmal sagen, kann ich meinen FOV wechseln? Hallo. Verlassen des sicheren Bereichs. Mit Schauring muss ich mir noch voll daran gewöhnen. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Okay. Und jetzt schon Geschosse. Schieße. Geschosse. Warte, was ist, wenn ich da jetzt lange drauf halte? Dann höre ich doch was, oder? Nein. Wir gehen jetzt in Nahrungsmittelvorräte wieder beschaffen. Kannst du eben mal tun. Agent. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Okay. Drei. Na komm, nein. Sie müssen das nicht tun. Lassen Sie mich gehen. Genau. Nein. Was denn? Kann ich durchschießen? Ich weiß es nicht. Deswegen gehen wir schnell nur so hin. Verarsch mich nicht, Mann. Wow. Das war richtig gut. Den Bereich sichern. Werde ich tun. Oder habe ich schon den Bereich gesichert? Ich weiß nicht. Das kann ich jetzt auf 4 machen. Oh, Granate. Nein. So, Sachen durchsuchen. Den Dude. Ich habe einen Gegner. Vermisste Vorratskiste geortet. Da ist ein Gegner. Ich kann hier auch alles nehmen. Ja, wo ist nur Gegner sehen? Achso, muss da rein. Ach shit, meine Anlage ist gerade ausgestellt. Ich weiß nicht, ob ich Sound aufnehme. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ach, fuck off. So, da bin ich wieder. Nein, der Sound hat sich nicht ausgestellt. Auf jeden Fall nicht, dass ich gesehen hatte. So. JDF-Tracking sind immer verfolgen. Das werde ich tun. Mein Lieber. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Also ich weiß, wie das natürlich anfängt. Wenn Sie die Deckung richten, richten Sie sich die Kamera auf. Markierte Position in der Nähe. Okay, die muss ich nicht töten. Hier vorne sind welche. Okay, ich gehe mal kurz rein. Ich sag's doch, da rührt sich nichts. Drei, zwei. Ich mach das. Wie weit komme ich denn ran?
Also ich komme direkt dran. Gegner neutralisiert. Nice. So, Vorräte markieren. Das markiere ich einmal. Warnung, Feindkräfte nähern sich. So. Na komm. Oh nein. Oh nein. Und das reicht nicht mehr. Sag mal. Der hat mich voll kaputt gehauen. Voll das Arschloch. Ja, Vorräte. Okay, weiter Vorräte suchen. Ja, und ich erzähle jetzt mal eben, was ich überhaupt machen möchte hier in diesem Spiel. Ja, wie ich schon gesagt hatte, es wird höchstwahrscheinlich immer mal wieder sehr, sehr lange Passagen geben, wo halt nichts passiert. Wo halt ich rumlaufe und so ein Scheiß. Hat er sie mitgenommen? Ich glaube schon, ja. Hab ich schon. Und deswegen werde ich da... Ich werde nicht die ganze Zeit über das Spiel reden. JTF informiert. Nice. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen bitte zu den Leuten, die es brauchen. Können wir bitte aufhören, nämlich mir zwischen... Was? Warte. Okay, passiert gar nichts. Ja. Es wird immer mal wieder Passagen geben, wo halt nichts passiert, wo so rein gar nichts passiert. Und, oder ich halt Vorräte suche oder so ein Scheiß. Also keine Hauptmission mache. Und da werde ich einfach mal reden. Einfach mal, was mir gerade auf dem Herz liegt. Was gerade so interessant ist. Was mich interessiert. Was vielleicht auch euch interessiert. Deswegen, das wird so ein bisschen so mein Laber-Let's Play, wo ich einfach mal über alles rede. Auch über das Spiel, natürlich. Aber wenn gerade nichts über das Spiel zu reden ist, dann rede ich halt über was anderes. Ich weiß auch schon ein paar Sachen, worüber ich reden möchte. Einfach mal so. Mir fällt höchstwahrscheinlich auch einfach sowas ein, deswegen es wird sich irgendwas geben. Übrig. Vielleicht werde ich irgendwann auch mal wie jemand mit mir spielen. Das kann auch gut sein. Wenn ich zum Beispiel draußen jemand findet, der gerne The Division spielen wollte und gerade auch damit anfängt. Okay, wenn du das Video gerade siehst, habe ich es wahrscheinlich schon 2 Stunden aufgenommen oder 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und bin schon ein paar Level höher. Aber dann kannst du dich gerne melden. Wenn du halt ein vernünftiges Mikrofon hast, eine vernünftige Stimme und nichts. Diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die Medikamente brauchen. Versuchen sie, die Kiste zu bergen. Werde ich tun. So, und halt... Vermisste Vorratskiste geortet. Ihr sollt dann halt keine kompletten Spasten sein und nichts können. Und halt, mach die Tür zu. Ach ja, stimmt. Ich hab ne Dings gekriegt. Ein Erfolg freigeschaltet. Und wenn man eine Tür zumacht. Und man sieht hier immer mal wieder da. Guck mal, da ist eine Tür auf. Und dafür kriegt man einen Erfolg. Ich find's aber gut, dass sie so auf einem Haufen laufen. So. Ja, wie gesagt, vielleicht wird es immer mal kommen, vielleicht nicht. Deswegen werde ich vielleicht auch ganz alleine mit mir selbst nur spielen. Vorräte zur Abholung markiert. Who knows? Informiert. Das wird sich zeigen. Vielleicht möchte das... Barrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt ihrer Position. Vielleicht möchte ich das ganze Let's Play auch nicht, aber ich werde sowieso nicht abbrechen. Weil ich das Spiel einfach spielen möchte. Und damit ein bisschen reden möchte. Aber ich denke, es werden sich 1, 2 Leute finden. Die bestimmt das super toll finden, dass ich das Spiel spiele. So, einfach nur um zu labern und dahinter Gameplay zu haben. Und wie gesagt, es wird ein Laber-Let's Play. Wo ich halt nicht nur über das Spiel rede. Wie jetzt zum Beispiel Watch Dogs das gewesen ist oder so. Auch wie bei allen anderen Let's Plays, die ich gemacht habe. Come on. Und dir. Das, oder? Ich wollte schon sagen, irgendwo muss hier doch noch einer sein. Über was ich reden werde. Ohne Scheiß, ihr könnt mir auch, wenn ihr wollt, wenn sich da draußen jemand findet, der das gucken möchte, könnt ihr auch super gerne einfach mal Sachen in den Kommentar schreiben, worüber man reden könnte. Also ich werde natürlich auch ohne... Meine Fresse, willst du jetzt sterben? Ohne, dass ihr mir was vorschlagt, werde ich natürlich auch was finden. Aber... Wenn euch was interessiert und ich darüber reden soll. So, mach. Kommen jetzt alle her. Ich will euch nur die Vorräte haben. Bestätigt. Achso, das sind unsere.
Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Nice, jetzt kämpft wieder mit mir. Ich sterbe hier gerade. So. Oh, und ja. Das ist halt das, was ich gerade gesagt habe. Das will ich jetzt nochmal wiederholen, weil ich jetzt schon wieder vergessen habe, was ich sagen wollte. Und deswegen... Und ich bin eine sehr vergessliche Person, deswegen... Es kann sein, dass ich zwischendurch mal Sachen vergesse, die ich sagen wollte eigentlich. Oder mittendrin die Sätzen aufhöre, weil gerade was anderes passiert und dann habe ich es vergessen. Passiert oft bei mir. Gute Arbeit, Agent. Jetzt Dankeschön. Können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Das finde ich super. So, was ich aber noch hier machen möchte. Alter, sieht voll geil aus mit der Tastatur. Vielleicht werde ich davon irgendwann mal. Ich bin auf Twitter übrigens. Ja. Da habe ich schon mal gesagt, da werde ich immer meine neuesten Folgen hochladen. Ne, nicht meine neuesten Folgen, meine neuesten Folgen. So, yo, YouTube, kannst jetzt gucken. Und vielleicht werde ich da auch mal so interaktiv. Nicht interaktiv, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Fertigkeiten verfügbar. Ihnen stehen jetzt Fertigkeiten zur Verfügung. Fertigkeiten erweitern Ihre Werkzeugkasten um taktische, um weitere taktische Optionen. Nice. Fertigkeiten anlegen und einsetzen. So, hier haben wir einmal Medizin. Das heißt, zum Beispiel hier kann ich Medizin Gedöns werfen. Und hier kann ich, was kann ich hier? Okay, ja. Kann man hier lesen. Ich glaube, ich habe als erstes das hier gemacht, was ganz geil war. Und dann dahin aufgedünstet. Talente, was war das denn? Brechen Sie, ja, da muss ich erst zu Manhattan, ich weiß. Vorteil, ja, ich habe es verstanden, meine Güte. Achso. Ja, ich habe es verstanden. So, dann mache ich erstmal eben das hier. Weil ich das hier ganz als erstes machen wollte. Und den Mod kann ich auch direkt anlegen. Habe ich den jetzt? Ich habe den jetzt auf Fu, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ich hab den Mod anlegen. Ah, auf E habe ich den jetzt. Okay. Das heißt dann, okay. Alles, was rot ist, heißt also Waffen. Auf meiner Tastatur gerade. Übrigens, ich habe die G910. Wie alle, die es wissen wollen. So, hier sehen wir auch, ich habe neue Sachen. Ich habe zum Beispiel einen Schalldämpfer jetzt. Da kriege ich 1% kritischen Trefferchance und die halt geringe Attribute. Vermeidet Bedrohung. So, das geht auf, passt in MP9 und MP5N. Ich habe gerade die MP5N. Ist wahrscheinlich dann. Wird angelegt, wenn das Objekt bla bla bla. Drücke F. Okay. Warte, was? Alter, ist es angelegt? Nein, habe ich nicht. Ein Mod wird angelegt, indem man das Objekt mit Modplätzen auswählt und F drückt. Okay. Achso, okay. Ja. Nice. Ich hab's voll drauf. So, dann habe ich hier einmal den hier. Dankeschön, dass du auch da drauf tippst. Und dann einfach anlegen. So, jetzt ist es angelegt. Jetzt habe ich den Schalldämpfer vorne drauf. Hört man auch gleich, weil es leiser ist. So, dann kann ich hier Ausrüstung. Dann kriege ich hier einen schützenden Panzer. Den kann ich anlegen. Und dann kann ich den Rest verkaufen. Schutzmaske und noch mehr Rüstung. Und man sieht auch schon, der Charakter sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Warte, kann ich den drehen? Kann ich den irgendwie drehen? Nein, auf jeden Fall sieht man, er kriegt halt einen anderen Rucksack. Und so kann man seinen Charakter auch ein bisschen anpassen. Charakter allgemein. Stufe 2. Dark Zone werde ich auch noch ganz sicher hingehen und Untergrund auch noch. Dafür brauche ich, glaube ich, aber die DLCs und die werde ich mir auch noch holen, ganz sicher. Und ich habe 70 Währung. 70 Credits. Nice. Ah, aussehen. Ach ja, hier kann man auch noch das komplett einmal neu machen. Also man ändert schon mit seinem, mit denen hier ändert man das schon ein bisschen. Aber hier kann man halt komplett anders aussehen. So, genug erklärt. Ich mache jetzt die Next Mission. Und ich werde das mal höchstwahrscheinlich in einer Folge packen, weil es einfach der Prolog ist. So, und da muss ich hin. Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Das werde ich tun. So, es kann auch sein, dass ich jetzt irgendwo einen Cut mache. Kann das sein, dass die Stimme aus The Walking Dead von Dings kommt? Von Penguin? Oder wie auch immer heißt. Ich weiß nicht, dass der Penguin heißt. Also. Ja, ich gucke das aktiv übrigens. Also, ich weiß, dass es im Februar wieder anfängt.
Aber ich weiß ganz den Namen nicht. Namen kann ich mir nicht merken. So, einmal hier hoch. Oh scheiße, ich glaube, das war eine lange Mission, ne? Ich glaube schon, aber egal. Dann ist das halt eine lange Folge. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Okay, drei. Ich habe nur eine Granate. Aber ich habe das hier. Alter! Voll nice. Und ich sehe gerade, ich kann einfach durchschießen. So, man hört auch, ich habe einen Schalldämpfer drauf. Wenn man halt, weil es leiser ist, ne? Nice. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Ja, aber ich habe noch irgendwo ein Stuff. Oh, ne, auf der anderen Seite. Nö. So, und ich habe auch gerade gesehen, ja, einer hat was gedroppt, genau da. Was hat er mir denn gedroppt? Er hat mir einmal die M9 in der Militärversion. Kann ich das eigentlich direkt anlegen? Ich kann das direkt anlegen, cool. Und hier eine Baseballmütze. Die lege ich nicht an. Weil ich will erstmal mein Haar offen lassen. Ja, ja, ganz ruhig. Alles wird gut. Guten Tag. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Dankeschön. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ja, Stufe 3 ist ja scheiße. Stell ich einen Mark? Ne. Wollte gerade sagen, ob da irgendein Mark steht. So, hier ist, glaube ich, nichts mehr drin. Sehe ich das richtig? Nein, sehe ich nicht richtig, denn hier ist noch was drin. Erste Hilfe Set. Es ist immer ganz gut, Sachen zu erkunden in dem Spiel. Das weiß jetzt wahrscheinlich jeder von euch. Weil es einfach gut ist. Schluss aufs Ende. Hier kann ich raus. Aha. Ne, dann kann ich auch hier runter. Doch, das macht mir natürlich macht mir das Schaden. Wollte nämlich gerade sagen, hoffentlich machen wir das keinen Schaden. MP5. Die nehme ich auch mal mit. Oh. Wie gesagt, die nehme ich auch mal mit. Und dann müssen wir wieder zu Officer Hazen den Fortschrittbericht erstatten. Okay, und wie gesagt, man muss viel laufen. Das Spiel besteht aus einem großen Teil Laufen. Und da kann man die schöne Atmosphäre des Spiels einfangen. Was ich echt nicht gerade schlecht finde, ne? Also, ich finde das Spiel schon cool. Was ich auch noch vielleicht machen werde, kommt ganz drauf an, wie die Performance dann ist. Ein Sweet FX, meine Güte! Ein Sweet FX Mod installieren. Das heißt, es sieht alles schön aus. Ganz grob gesagt, ganz kurz gesagt. Und es sieht halt alles besser aus. Und vielleicht werde ich das machen, nur es kommt darauf an, wie stark das in der Performance leidet, ob ich noch 60 FPS Ultra hinkriege. Aber ich denke schon. Ich denke, das wird kein Problem sein. Ich habe es übrigens auch gerade auf 60 FPS gekappt. Also halt, dass ich nicht mehr kriege und mit VSync an. Weil ich möchte meinen PC nicht unnötig groß belasten. So, und Officer Hazen, guten Tag. Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Okay. Finde ich schön. Revierbelagerung. Okay. Aber ich werde jetzt mal ein Tieren Cut machen. Weil so lange will ich die Folge noch nicht machen. Also, wenn euch die erste Folge gefallen hat, könnt ihr den Daumen hoch und so weiter und so fort. Es wird dann morgen direkt weitergehen. Und dann würde ich sagen, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.